the very picture of a modern society. Seemingly secure. Seemingly safe. Seemingly happy. But life isn't always as it appears. Innocent people forcibly incarcerated. Lives ruined by psychiatric medication. Families torn apart. And worst yet, children being brutalized. Psychiatry's history of atrocities can be found everywhere. But nowhere can we see them more clearly than in psychiatry's very birthplace, Germany. Dies war hier die Kinderpsychiatrie, wo ich von 1954 bis 1970 zu Hause war. Wo schreckliche Dinge an uns praktiziert worden sind. Von Medikamentenmissbrauch bis zum sexuellen Missbrauch. Und man war so allein, Hilfeschreien nutzte nichts. Es verschlimmerte nur die Sache. Ja, und dann in den Heimen stellten wir nur fest, dass wir 1200 Kinder waren. Von den Kindern, die Eltern, Verwandten, durften wir mit denen nicht sprechen. Und dann, wenn einer was gemacht hatte, geplappert hatte, dann wurde er von oben bis unten kahl geschoren, mit den ganzen Haare ab, am Kopf, überall wurde er rasiert, damit man sieht, was er verbrochen habe. Das hier, was wir jetzt wieder sehen, das waren Schulklassen. Ja, guck, herzlich willkommen. Das hört sich schön an, aber man kriegt ein komisches Gefühl, wenn man das liest. Eine Einladung ist nicht immer Einladung. Das sind alles in Niedermarsbech in der Psychiatrie sind sexuelle Übergriffe eindeutig geschehen. Ich weiß von einem Günther und anderen auch, die von einem Pfleger misshandelt worden sind und auch sexuell. Wenn dann einer eine Ohrfeige bekam von dem, dann flog der von einer Ecke zur anderen. Also das war richtig. Da wurde keine Rücksicht genommen, ob der nun an der Heizung flog oder an der Wand. Das war alles schnüppegal. Der hat es verdient, hieß es, und dann Feierabend hat jeder rüber weggeguckt. Und dann, das heilt, hieß es, das heilt. Also wir haben hier Prügelstrafen bekommen, das kann sich keiner vorstellen. Oder hier im Badezimmer im kalten Wasser, da macht die Familie Eiswürfel. Da mussten sie 2 bis 3 Stunden ins Wasser sitzen. Und dann brachte sie alle halbe Stunde, also Viertelstunde, diese Eiswürfel und schmiss sie da rein. Gab es auch diese Fälle, wo Leute geschockt worden sind. Da mussten sie runter in Mark 2, wurden sie gebracht. Und dort bekamen sie dann diese Elektroschocks. Wenn man das aufarbeitet, dass wir für diese Menschen Versuchskaninchen waren. Also es waren Tiere im weitesten Sinne, die einfach nur unwert waren, die einfach, ja, die selber hatten ja die Ansicht, wir waren der Schrott der Gesellschaft. So hatten sie uns auch immer mitgeteilt. Man merkte dann, der Hubertus interessiert sich, will Priester werden. Man hat das dann boykottiert, hat mich für schwachsinnig erklärt. Der ist ein Spinner, der ist ein Doofen und so weiter. Und dann gab es immer mehr Schläge, immer mehr Tabletten und immer mehr Morphium. Das fing mit 5 Kubik an und endete mit 40 Kubik. Wir nannten das damals dann die Elefantenspritzen. Man bekommt heute eine Elefantenspritze. Kennen Sie das? Nee, kenne ich absolut nicht. 400 Milliliter Morphium. Dass ich heute das alles geschafft habe, das wundert mich heute selber. Ja, da waren Sie ja wirklich stark. Ne? Ja, das. Ich weiß, dass 6 Kinder damals in der Psychiatrie gestorben sind. An der Medikamentenüberdosis. Und durch die Behandlung einfach, auch durch die Schläge, elendig krepiert waren. Also rückblickend kann ich heute als Priester nur sagen, was damals von den Psychiatern innerhalb der Psychiatrie zu Niedermarsbech geschehen ist, war wie, als ob man Tiere behandelt hat. Die Seele hat schrecklich darunter gelitten. Wir haben gar kein Menschenbild erfahren von diesen Menschen, sondern auch
haben das gar nicht. Wir sind also praktisch deformiert worden von diesen Menschen. Das ist heute die Sachlage von der Behandlung der Psychiater in den Psychiatrien, dass sie ja, dieses Menschenbild so verachtet haben.